Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Gothic Armada. Eine schwarze Festung soll aufgetaucht sein, dem werden wir natürlich sofort nachgehen. That a large chaos fleet is in the system. There are many more ships than we were expecting. The enemy fleet is composed of several capital ships and multiple escorts. The initial reports were correct. The Chaos Armada includes a Blackstone Fortress. Admiral Spire, deploy your fleet. Your mission is to disable the Blackstone Fortress and defend the Adeptus Mechanicus space docks. Act quickly, Admiral. The Lucatar System orbital station won't be able to hold out for long against the firepower of a Blackstone Fortress. This battle will not be easy. Das denke ich mir, so eine schwarze Festung hat bestimmt so einiges an Firepower. Aber mein Gott, die haben wir zum Glück auch. Denn der Imperator sei mit uns, wir werden das schon schaukeln. Dazu natürlich unser wunderbares Schlachtschiff an die Front. Unsere beiden Schlachtkreuzer kommen natürlich auch mit. Und damit sollten wir eigentlich genug Feuerpower haben, um alles niederzuwalzen. Vielleicht noch so ein Kreuzer an sich wäre noch interessant gewesen auf 600 Punkte. Da setze ich hier auf unsere drei Kollegen hier. Bereit. All Imperial Forces, this is Commodore Vandes. We must defend the Lucatar Orbital Station at all costs. Chaos forces are pursuing my task force at high speed. I have confirmed the presence of a Blackstone fortress amongst the enemy fleet. Commodore, this is Admiral Spire. My fleet is moving to support the defense of Lucatar Orbital Station. All personnel, battle stations. Oh yeah, Minen setzen sogar? Ich bin begeistert. Okay. Ich kann Minen setzen hier vorne sogar. Okay. Setzen wir hier eine Mine rein? Warum nicht? Pff. Wir setzen hier eine Mine rein und hier eine Mine rein. Das ist zu nah dran, okay. Moment, Darf ich mal bloß zwei setzen oder was? Ist aber nicht so schön. Wählen Sie ein Schiff von der Flotte aus? Muss ich auch eine Flotte auswählen? Das kann natürlich auch sein. Von hinten können Sie schon mal nicht kommen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ziemlich gut. Okay, ich möchte dich bitte hier haben. Dich auf der Seite und dich auf der Seite. So haben wir nämlich alles abgedeckt. Ich hätte gerne noch ein paar weitere Minen. Ah, ich muss zuerst ein paar Schiffe setzen. Okay, gut. Oh, falls hier unten jemand durch möchte, kriegt er auch ein paar Minen ab. Warum nicht? Da gibt es nochmal eine Mine. Da gibt es nochmal eine Mine. Da gibt es nochmal eine Mine. Doch noch ruhig überall herkommen, wenn sie wollen. Geht bald natürlich durchs Zentrum. Jupp, wir lassen ihn hier in die Öffnung. Durch die Mitte dürfen sie gerne kommen, alles andere. Nein. All Imperial Forces. My orders are to target the Blackstone Fortress. Our priority is to defend the orbital station and space docks against the foul traitor fleet before us. Let us show them the might of the Imperium. Yes, sir. Acknowledged, Admiral Spire. For the Emperor! Für den Imperator. Wir müssen beides. Verbündete aktivieren. Schlagen Sie verderbte schwarze Festung zurück. Das werden wir natürlich liebend gerne machen. Ihr kommt alle mal so schnell wie möglich zurück. Und die Frage. Ich glaube, hier ist gerade irgendwas. Okay, Jungs, seid ihr in die eigenen Minen reingefahren? Das ist aber nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut sogar. Oh Gott, warum macht ihr denn sowas? Warum macht ihr denn sowas? Du kannst mal kurz stehen bleiben. Und du kannst mal schauen. Du kannst bestimmt... Yep, du hast doch auch ein paar Raketen drauf, oder? Yep, du hast ein paar Raketen drauf. Operation 3, 2, 1. Meins. Und du hast eine fette Kanone. Die kannst du natürlich direkt einsetzen. Oh, schade. Na gut. Wir müssen eigentlich auf die Seite gehen, aber naja. Dann schießen wir halt zuerst den Gegner hier ein bisschen weg. Bevor wir uns ranmachen an die schwarze Festung. Wer möchte denn zuerst sterben von euch? Aufklärungssonde, warum nicht? Und zwar dorthin.
Oh, Hallöchen aber auch. Das kommt davon, wenn man sich näher an mich rantraut. Da wird man gleich erstmal zerstört. Alter Fighter, ernsthaft? Der Mann rammt uns auch noch? Mein Gott, du bist aber wahnsinnig, du. Hat der gerade unsere Sachen außer Gefecht gesetzt oder was? Das ist aber nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ihr könnt euch aber auch nicht entscheiden, was ihr wollt. Stasisbombe hier rüber, warum nicht? Euch machen wir aber sowas von kalt. Antriebe angreifen. Du, mein Freund, dürfst auch gleich was machen wieder. Au. Das war jetzt aber nicht geplant so. Ja, ich hab nicht geplant so. Dann machst du mal einen harten Angriff nach da drüben hin. Und du kannst gerade gar nichts machen. Außer hoffen, dass du eventuell hier rüber kommst und er in Schussreichweite kommt. Und das wird er, wenn er so weitermacht. Jep, das war's. Mein Freund, das war's. Weh, du rammst mich jetzt auch. Dann krieg ich ja mal den Keule, krieg ich dann. Hahaha, du bist auch mit dabei. Auf die Antriebe ziehen. Du hast nicht so hohe Priorität, aber das macht nichts. Das macht überhaupt rein gar nichts. Reflektorschildtransfer. Und ich will es lieben gerne wieder aus dieser Blase raus draußen sein. Bomberschwadrone auf ihn hier drauf, warum nicht? Auf den Antrieb ziehen, so wie immer. Ein paar Sensordrohnen aussetzen. Einmal dich hier machen. Und du, mein Freund, drehst dich so schnell um, wie du nur kannst. Genauso wie du. Kann man aus dir noch irgendwas rausholen? Gerade nicht, außer vielleicht hier eine Stasisbombe. Mehr gibt's hier gerade wirklich nicht zu tun, okay. Könntest du vielleicht noch... Jep, das könntest du. Das, oh Gott, die wird so richtig... Die wird richtig schön werden. Die wird ja richtig bombastisch sogar werden. Okay, du musst auf jeden Fall nach rechts rüber. So schnell wie es nur geht. Und Feuer frei. Können wir dich vielleicht noch irgendwie... Jep, und wie wir dich gleich nie machen können. Und zack. Passt schon, passt schon. Schieß da drauf, schieß da drauf. Impulsrewehr brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade vorhast, aber ich würde mal ganz schnell behaupten, du wirst sowas von sterben. Oh Gott, hat er soeben. Ja, der hat soeben hier eine Bombe gehabt hingelegt. Ich glaube, wir müssen hier mal kurz weg. So ein bisschen kurz zumindest. Die sind aufgehalten auf der rechten Seite, nur die auf der linken noch nicht. Das heißt, du, mein Freund, wirst schützend mitfliegen. Ah, es gibt's. Breitseite gibt's. Das war's aber auch schon. Du kannst gerade keinen Schildtransfer mehr machen. Das macht aber auch gerade nichts. Der versucht wirklich abzuhauen. Okay, hinterher. Ihr fliegt alles sowas von hinterher. Schießt mit allem drauf, was ihr zur Verfügung habt. Das macht nichts, die haben wir so gut wie gehalten. Das wäre ja. Das dürfte kein Problem sein hier. Oh. Das wiederum schon. Du kannst mal sagen, festhalten. Schleichfahrt. Ausschalten. Nachladen. Nachladen und nachladen. Wenn du dich hier mal auf den Weg machst. Und ein paar, wo haben wir sie denn? Angriffsboote, nein. Bomberschwadrone abschießen. Ich glaube, damit kämpfe ich uns richtig gut zurecht. Plus, wir wählen dich hier aus, um ein bisschen weiter nach hinten zu kommen. Sag mal, wo fliegt denn der hin, bitteschön? Wo fliegt denn der Mann bitte hin? Der weiß ja gar nicht, was er machen möchte. Antriebe gesetzt. Und Antriebe außer Gefecht gesetzt. Okay. Die richtigen Sachen hat er schon mal dabei. Und ich würde mal ganz stark behaupten, damit schießen wir ihm sowas von in Le Popo hinein. Schauen wir mal, ob die überhaupt treffen. Ich glaube nicht, ich habe nicht so weit. Oh Gott, Jungs, du musst aus dem Weg gehen. Da kommt nämlich eine Handvoll Torpedos auf dich zu.
Ich glaube, das ist nicht so gesund für dich und für mich. Einmal komplett. Okay. Ich habe absolut nichts gesagt. Zack. Außer, dass die beiden es ordentlich leiden müssen. Mit ordentlich leiden meine ich richtig leiden sogar. Wunderschön, wunderschön. Könnte man jetzt vielleicht noch den hier ausschalten? Das wäre gar eine wunderbare Leistung. Okay, Moment. Aufladen, die nächste Ladung durchhauen. Wäre auch komisch, wenn wir es nicht schaffen würden. Ich glaube, ihr seid eh auf Fernkampf eingestellt, oder? 12.000. Die beiden sind ja auf 12.000. Das heißt, sie treffen so oder so. Aber 9.000 wäre natürlich auch nicht schlecht. Balkon auf jeden Fall. 12.000. Komm, schau mal, dass du auf 9.000 kommst. Ich möchte doch ein bisschen näher rankommen, das Ganze. Soweit. Und deine Hauptwaffen sind eh omnipotent, so wie es ausschaut. Aber seitlicher Angriff kommt immer noch besser bei dir. Und deine Waffen sind auch seitlich, okay. Und deine Waffen sind insofern seitlich, wie es nur geht. Moro 1 wurde vernichtet. Das ist schon mal ziemlich gut. Wie konnte der überhaupt noch einen Blitzschlag machen? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Das soll mir mal bitte jemand erklären. War noch eine Nummerkanone? Nein, aber wir haben eine Bomberschwadrone. Die lassen wir gerne mal los. Oh Gott. Ich glaube, mein Schlagkreuz muss aber ziemlich schnell hier weg. Der geht hier so ein bisschen gerade drauf. Ja, definitiv. Haben wir einen Mikrosprung kurz mal da? Haben wir. Mikrowarpen, wenn ich bitten darf. Da würde mich gerade ein bisschen zu gefährlich. Ein bisschen meine ich auch ein bisschen. Ah, Hallöchen aber auch. Ich glaube, du möchtest ganz unbedingt von meinen Torpedos getroffen werden. Ja, möchtest du. Aua. Schnell wieder aufmachen. Das Ding ist böse. Ich muss mal weg. Moment, das bewegt sich? Das Ding kann sich bewegen? Oh Gott. So schnell wie möglich raus. So schnell wie möglich. Schaut, dass ihr irgendwas anrichten könnt, aber dann raus hier. Ich brauche meine. Ihr seid wirklich zu doof für alles. Okay, ich muss nach vorne warpen. Was natürlich nicht geht, weil hier viel zu viele Schiffe sind. Für einen. Ah, ne, warte mal, hier unten geht's. Da geht's. Mikrowarp. Passt. Aber ich würde mal ganz stark behaupten, du hier bist noch nicht angeschlagen genug. Du hier wiederum schon? Oh ja, du gehst sowas von drauf. Du wirst sowas von drauf gehen. Dem hier oben muss man unbedingt wieder einen Schildtransfer verpassen. Du gehst nirgendwo hin. Wenn ich mal irgendwo meine, dann meine ich auch nirgendwo. Ramin! Okay, soweit alles gut. Reparaturteams dürfen eingeschaltet werden. Hier noch nicht. So, einmal hier rumdrehen. Einmal bitte rumdrehen und du gehst so schnell wie möglich nach zu ihm hoch. Weh, ihr rammt mich, Leute. Wäre ich aber böse, wäre ich dann. Nix hier mit abhauen. Bomberschwadrone. Na komm, kriegt den noch kaputt irgendwie? Das wäre gar nicht mal so schlecht. Und du hier? Naja, ich möchte jetzt keine Rakete auf ihn abschießen. Es sind eh schon ein paar unterwegs. Ah, schade. All the enemy ships of the line have been destroyed. All Imperial forces, concentrate your fire on the Blackstone Fortress. We shall send this hellspawn howling back to the dark recesses of the universe from where they came. Oh ja, und wie wir das machen werden. All right, full. Und ich bitte darum.
Alle Raketen abschießen. Und weiter nach vorne. Alle nach vorne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bombenschwadrone ausrücken. Können wir vielleicht eine Ladung von denen hier abschießen? Yep, können wir. Angreifen. Angreifen. Alles angreifen. Operation nachladen. Operation nachladen. Oh Gott, oh Gott. Operation. Du musst erstmal ins Gefecht kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm. Alles drauf abschießen. Du kannst, glaube ich, auf 12.000 angreifen, oder? 15.000, 12.000 geht auch. Okay. Alles soweit in Ordnung. Die Nova-Kanone könnte man jetzt bei ihm noch einsetzen. Denn warum eigentlich nicht? Oh nein. Überhaupt nicht sogar. Sieh mal. My auger scan shows signs of weakness throughout the entire structure. Resuming normal functions. Würde ich auch mal behaupten mit unserem großen Kreuzer, dass wir da mal ein bisschen Schaden anrichten können. Das würde mir nämlich ernsthafte Sorgen machen, dass da irgendwas falsch läuft. Feuer neues drauf ab, Feuer neues drauf ab. Okay, ihr dreht wieder um. Du drehst auch wieder um. Na komm, na komm. Wir müssen sowas von darauf setzen, dass ich Bomberschwadrone. Dir werde ich jetzt sowas von die Luzi wegbrennen. Operation. Stirb. Oh, er opfert sich sogar für uns. Dankeschön. Dankeschön. Meta-Raketen. Meta-Raketen klingt noch immer gut. Die schüttet man sich auf jeden Fall überall aufladen. Rumpfbrüche überall. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Die Meta-Bomben haben dir aber wehgetan, gell? Die haben dir aber sowas von wehgetan. Angreif. Angreifen. Angreifen. Laute Critics. Haut laute Critics aus. Einen nach dem anderen. Au, 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 au. Das tut weh. Das tut definitiv weh. Wenn du damit aufhören könntest, ich wäre dir wirklich dankbar dafür. Aua, danke. Ich brauche noch ein paar mehr Torpedos gerade. Aber die Nova-Kanone sollte auch ihr Bestes tun. Und zwar ungefähr hier. Wunderbar. Und bitte bumm. Readings indicate the Blackstone Fortress is preparing to enter the warp and disengage from the battle. To all Imperial forces, lock onto the Blackstone Fortress and fire everything you've got. We must destroy it before it can get away. Ich werde nichts sagen, aber das Ding ist bereits tot. Und wie das tot ist, es kann nichts mehr machen. Ich kann gerne noch mehr Bomben-Squads hinschicken, wenn ihr wollt, aber das Ding ist eigentlich weg vom Fenster. The auger arrays are clear. There are no remaining enemy signatures in the system. Another Blackstone fortress under our control is just 7 light years away from here. Admiral, let me take my squadron there to warn them about the chaos attack. Good thinking, Commodore. I approve of your plan. May the Emperor protect you. Ich werde nichts sagen, aber das Ding war eigentlich tot. Minus 60. Das kann nicht für uns sein. Okay, irgendwie tut sich der Ruhmbalken nicht weiter auffüllen. Heißt, ich darf nur ein Schlachtschiff haben. Ach, komm schon. Ist aber nicht schön. Aber jetzt mal ernsthaft. Das Ding war... Your successful defense of the Lukatar orbital station is a credit to the valor of both you and your fleet. But I fear this battle was only a diversion to distract us from Abaddon's true objective. Astropathic messages from Blackstone Fortress 6 indicate that Commodore Vandes was able to warn them in time, but there were not enough ships present to repel the enemy assault. Chaos forces under Abaddon's command disabled the power systems of the Blackstone Fortress, boarded it, and took control. Commodore Vandes and his ships were completely destroyed. The Commodore deserves the highest honors for his service and loyalty to the Imperium. I agree.
but his bravery did not prevail. Abaddon now possesses two of our Blackstone fortresses. Normal, ich hab die eigentlich vernichtet. Ich hab sie eigentlich vernichtet. Zwar, wie ich drauf geschossen habe, aber okay, gut. Wurde wohl so nicht anerkannt hier, hm? Na gut, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir noch alles machen. Meuchelmord, nochmal Datenrettung hier drüben, da kann man drei Sachen bekommen dafür. Und zwar im Mezzo-System. Mezzo-Mix-System, da bist du. Für 700 holen sie dann zurück und flüchten sie damit in den Warp. Bei Elder-Schiffen läuft. Das machen wir einfach. Natürlich nur mit den feinsten aller feinsten Schiffe. Oh, schade. Darf ich vielleicht, wenn ich ihn hier raus... die Overlord rausnehmen? Vielleicht zwei Schiffe nehmen? 50? Diktator-Klasse besser. Jetzt haben wir zwar keine Schlacht... Ja, wobei... Zwei Schlachten wären vielleicht nicht das Schlechteste, oder? Wir haben jetzt... Ja, wobei wir haben... Adeptus Astartes mit dabei. Aber wir probieren es einfach mal. Ein Admiralschiff, unser Schlachtschiff. Und jede Menge Kreuzer. Sollte das funktionieren? Dürfte das funktionieren? Nee, wir nehmen die großen Schiffe. Die können sich gut gegenseitig unterstützen. Und zur Gaudi nehmen wir noch... was nehmen wir denn mit noch? Leichte Buglanzen. Oder echte Makrokanone, ne, machen wir leichte Buglanzen, passt. Ist in Ordnung so. Ein bisschen Unterstützung kann ja nie schaden. Ich finde immer noch dieses riesige Schiff einfach so genial. Es ist so majestätisch. Warpen Sie mit den Daten vor. Das werde ich machen, sobald ich auch weiß, wo die Elder sind. Welche Schiffe nämlich einkreisen. Schauen wir doch mal. Schlachtschiff in die Mitte. Einmal so und einmal so. Und die Firestorms an den Flanken gesetzt. Dann sagen wir mal, ihr seid Lanzen. Das heißt, ihr greift auf 6000 Meter frontal an. Das gleiche gilt auch für dich. Das heißt, du musst diesmal richtig am Anfang. Dann hier auf 12.000 zeitlich. 12.000 seitlich, 12.000 seitlich. Passt. Achso, okay. Changing course. Ich muss einfach nur durchhalten momentan. Habe ich kein Problem, habe ich überhaupt kein Problem mit. Überhaupt nicht. Ihr bleibt alle mal dort. Und wir haben doch irgendwo, glaube ich, eine Sonde, oder? Ja, wir haben eine Sonde, natürlich haben wir eine Sonde. Immer noch eine Nova-Kanone, die ich schießen kann. Wir haben noch Torpedos, soll ich gerade sagen, die ich schießen können. Ich glaube, unserem Kreuzer wird da nichts passieren. Wir haben so viel, mit dem wir schießen können. Es wäre komisch, wenn sie irgendwas ausrichten könnten. Wie schaut es mit dir aus? Du darfst noch ein bisschen auf die Seite fahren und machst demnächst auch mit. Wunderbar. Ich bitte darum, ihr beiden bleibt einfach hier so stehen. Das passt schon. Wenn ihr zwei nach vorne geht, um zu schauen, was denn da auf uns zukommt. Noch haben wir leider nichts. Ah, hallöchen aber auch. Jetzt sehen wir was. Jetzt können wir auch sagen, angreifen, bitteschön. Und zwar mit allem, was wir haben. Es war ein großer Fehler, auf mich zuzufliegen, Junge. Ein richtig großer Fehler sogar. Ihr zwei, darauf angreifen. Ihr zwei, da angreifen. Es gab ein Stasisfeld, aber das macht mir gerade gar nichts aus. Nochmal ein Stasisfeld hinsetzen. Und noch eine weitere Sonde nach da hinten hinsetzen. Warum nicht? Alles sehen. Okay, das ist definitiv keine Sonde, so wie es ausschaut. Was zum Henker? Ist das ein
Wow, das Ding ist riesig. Yes, Admiral. Ich bitte darum, einen Stasisbomben noch hinten reinzusetzen. Ship ready. Verteidigt das Schiff unter allen Kosten. Nichts ist crippled by the lightning strike. Achso, das gegnerische Schiff. Okay, ja, das darf auf jeden Fall gekrippelt sein. Es brennt jetzt schon, ernsthaft? Wie kann es hier jetzt schon brennen? Oh, komm schon. Lass mich irgendetwas machen. Irgendetwas Gutes. Warum können die sich auch tarnen? Geht ja gar nicht. Reparaturteams auf jeden Fall durchschicken. Du musst so schnell wie möglich hier rauswarpen. Damit der nämlich seine Ladung abschießen kann. Nur damit du das gleiche machst. Und zwar volle Kanne Melterbomben. Und danach heißt es, du kriegst neue Schilde von ihm. Nachladen. Nachladen. Und nachladen. Nicht ganz. Moment, der kann gar nicht nachladen momentan. Du müsstest ein bisschen weiter auf die Seite gehen. Und du bist zu nah dran für die Nova-Kanone. Verdammt. Du kannst aber noch Schutz erhalten. Ja, wahrscheinlich nicht. Okay. Dann Rammgeschwindigkeit. Volle Rammgeschwindigkeit. Ich bitte darum, greift das Flaggschiff an. Alles, aber das Flaggschiff. Das hat gerade höchste Priorität. Als anderes ist gerade relativ egal. Bomberscott darüber schicken. Macht nix. Die Escortschiffe müssen zerstört werden. Oh Gott. High Energy Turn auf die Seite. Ich würde doch gleich mal behaupten, du bist mitten in meine Nova-Kanone reinfliegen. Wie lost Data, das kann vernetzt sein. Das kann überhaupt nicht sein. Und wie es überhaupt nicht sein kann. Na komm. Okay. Wenn der die Daten hat, müssen wir schauen, dass er sie nicht weggeben kann. Haben wir gerade die jegliche Spezialfähigkeit momentan verloren? Yep, haben wir. Haben wir sowas von. Und wie wir das haben. Haben wir vielleicht noch irgendwas anderes übrig? Ja, du verfolgst einfach den hier. Wenn du dich daran machst. Das Ding muss fallen. Wenn der nicht fällt, haben wir nämlich ernstzunehmende Probleme an der Backe. Eins. Okay, du kannst zwar nicht schnell wenden, aber du könntest in der Theorie wenden. Du kannst zumindest schnell wenden. Das ist schon mal etwas. Das ist ja schon mal etwas. Au, oh, komm schon, ernsthaft. Ernsthaft. Gerade jetzt, wenn ich wenden kann. Na komm. Irgendeinen müssen wir doch ausschalten können. So, nochmal. Das Ganze bitte noch einmal machen. All ahead full. Hat er gerade die gesamte Torpedoreichweite abgeschossen? Jep, hat er. Hat der Hund links. Bomberscott, los geht's. Da greifst du wieder ihn an. Das ist mir Jacke wie Hose. Irgendeine wird am heutigen Tag angegriffen werden. Du kannst, glaub mal, etwas Reparatur vertragen, genauso wie du. Au, komm schon, ernsthaft? Ernsthaft? Mein Freund, du wirst hier nicht lebend rauskommen. Überhaupt nicht sogar. Ihr drei, alle da drauf schießen. Der muss bloß ein bisschen näher kommen. Ein kleines bisschen. Ein klitzekleines bisschen und ich mache ihn fertig. Haben wir vielleicht nicht noch irgendwo eine Schildregeneration? Haben wir nicht. Aber du kannst gleich einen Angriff damit machen. Komm. Blitzschlag. Fehlgeschlagen? Oh, komm schon. Und du möchtest ganz dringend hier von der Nova-Kanone abgeschossen werden. Sehe ich doch jetzt schon. Das sehe ich doch jetzt schon. Okay, die Schilde sind soweit auch wieder da. Alles soweit fit. Alles in Ordnung.
Solange ihr das Ding hier jetzt kaputt schießen könnt, hätte ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Oh Gott. Schild hier drauf. Vernichtet. Datenbergung. Ach, erst die Datenbergung. Verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Oh. Das wird ihm nicht so gefallen, dass ich ihn gerade abgesammelt habe. Hinterher. Mikrowaffen kann er noch nicht machen. Hier auch in der Rumpfbruch. Nichts mit Rumpfbruch hier. Du kommst gefälligst her, Junge. Dein Antrieb ist meins. Komm schon, ernsthaft. Der würde jetzt nicht ernsthaft davonkommen. Engines to Maximum. Das gleiche wie hier. Engines to Maximum. Wie der kann abhauen. Bomber Squad, alles hinterher. Schickt so viel hinterher, wie ihr nur könnt. Mikrowarpsprung nach da vorne. Du kannst leider keinen Mikrowarpsprung machen, das macht aber nichts. Dankeschön. Das kommt davon, wenn man alleine abhauen will. Das kommt davon, aber sowas von. Einmal bitte rumdrehen, einmal rumdrehen. Er hat es gerade für sich selbst versaut. Aber vernichtet? Ich glaube, er flieht momentan. Ja, er ist am Fliehen. Er ist sowas von am Fliehen. Aber ich glaube, da können wir nichts mehr dagegen machen. Da komme ich leider nicht mehr richtig hinterher. Können wir vielleicht... Ja, komm, hau ihn nicht ab. Ich mag doch eh keiner da drüben. Xia, seine Schilde bleiben erhalten. Und zwar sowas von. Ups, 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 das war doch nicht so gut, Ah! Oh, komm. Lass ihn am Leben, Lass ihn sowas von am Leben. Nachladen. Rumpfdurchbruch, nein, nachladen. Nachladen. Ah, ich glaube, er haut ab. Er haut ab, yep, er haut sowas von ab. Ja, gut, danke. Dann kommt er uns noch. Nein, dann kommt es nicht. Er kommt es überhaupt rein, gar nicht. Ja! Ein Sieg! Ein glorreicher Sieg für uns mitten in einem Warpsturm, so wie es ausschaut. Könntest du endlich beenden? Dankeschön, nicht, dass das Ding doch noch im Hintergrund explodiert. Wäre nicht das erste Mal, dass wir an einem Abspann irgendwas bei mir in die Luft fliegt. Rede mehr herum, aber wir steigen nicht mehr. Also Level 8 scheint wirklich das Maximum zu sein. Schade. Nur ein einziges Schlachtschiff. Oh, ich hätte gern mehr. Aber na gut. Ein Zug haben wir noch, der kommt aber in der nächsten Aufnahmerunde. In dem Sinne hoffe ich halt viel Spaß beim Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dahin, Topper, macht es gut und wie immer. Tschüssi.